fürs zahlreiche Erscheinen. Ich hoffe, von der bewegten Pause ins ausgefallene Notebook. Schön, dass ich ganz viele bekannte Gesichter sehe und auch ein paar neue. Ich möchte euch heute so ein bisschen in mein Konzept des ausgefallenen Notebooks einführen oder das mal präsentieren, was ich mir so gedacht habe. Im echten Leben bin ich wirklich Sysadmin mit einem Schwerpunkt Linux-Server im Rechenzentrum. In meiner Freizeit lässt es mich nicht los, da bin ich Blogger und auch Streamer auf Twitch und vielleicht kennt man mich ab und zu durch die Videos von Jean von Linux Guides und Hauke. In dieser Dreierkonstellation gibt es auch den TuxFlash Podcast, der wird heute auch noch einmal stattfinden, so quasi als Abschluss. Und wer sich schon mal gedacht hat, wer das Ganze ins Leben gerufen hat, das war ich. Das sind meistens so die kleinen Ideen, die dann was Großes bewirken. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne mit euch so ein bisschen in die Thematik einsteigen. Es wird kein Tutorial sein, wie man einen schönen Aufkleber auf sein Notebook bekommt. Das, den Zahn muss ich euch leider ziehen. Ich bin jemand, der ganz gerne für interessante Themen auch interessante Überschriften wählt. Ich möchte mit euch so ein bisschen über eine grundlegende Sicherheitsthematik reden. Sicherheit geht uns alle was an. Gerade hier im Open-Source-Bereich, da sind die Leute deutlich aufgeschlossener. Ich habe aber auch schon Leute im privaten und dienstlichen Umfeld kennengelernt, die sind da irgendwie sehr lapidar mit dem Ganzen unterwegs. Warum jetzt das Ganze einführen oder wie einführen? Man kennt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man sagt so gerne, never change a running system, oder Veränderung muss nicht. Nee, also da wehrt sich manch einer. Und wer ist selber in der IT tätig im Dienst, ja, dann doch. Ich denke mal, wenn ihr da neue Sachen bei den Kollegen vielleicht einführen wollt, die sträuben sich. Und ich finde es immer interessanter oder besser, nicht einen Widerstand zu brechen, sondern einen Widerstand in Schwung umzuwandeln sozusagen, dass die mitmachen. Wo fängt man natürlich an bei der ganzen Geschichte? Beim Zweitgerät habe ich mir gedacht, und für mich ist es das Notebook, und so wie ich vielleicht so denke und rumgefragt habe, Zweitgerät ist meistens bei euch ein Notebook, oder? Ich habe noch ein ganz altes Notebook, bei dem sogar schon der Akku fehlt. Also wenn ich da Full Disk entpackt und jemand den Stecker zieht, dann kommt man nicht mehr in das Auslesen. Ist auch relativ sicher. Aber Zweitgerät? Ja, definitiv. Mein Erstgerät ist ein Desktop, auch eine sichere Maschine, also wird vom Hersteller als Secure Workstation beworben, weil das auch besonders schützt vor Malware. Da ist auch Windows gar nicht installierbar, weil das eine IBM-Zertifizierung ist. Okay, kann man machen, aber cool. Also Zweitgerät habe ich mir richtig ausgedacht. Das alte Windows? Überhaupt kein Windows ist auf dem. So wie der Windows sieht, kriegt das Brechen. Ja, Windows ist da nicht installierbar, weil das ein IBM Power Prozessor ist, ja, ist der Desktop. Ja, ist doch super. Also habe ich mir quasi so ein bisschen richtig das Grundkonzept ausgedacht. Also Zweitgerät, damit kann man anfangen. Das ist so, war so mein Gedanke. Bevor man alles ummodelt und umreißt, dann doch lieber beim Zweitgerät die ersten Schritte machen. Das war so mein Grundkonzept. Ganz kurz ein bisschen langweilige Theorie. Es gibt so Grundlagen der IT-Sicherheit. Das sind vier große Sachen. Die Vertraulichkeit, das ist eine Zugriffskontrolle, dass nur jemand an die Daten kommt, der das auch darf. Integrität, die Änderung der Daten oder einzelnen Dateien muss nachvollziehbar sein. Verfügbarkeit, kennt vielleicht jemand, also Verhinderung von Systemausfällen, also die anderen Kollegen, sage ich jetzt mal, die in IT tätig sind, Wartung, RAID, Redundanz, das geht da so rein. Und Authentizität ist ein super Wort, wenn man drüber fällt. Die Überprüfbarkeit und die Vertrauenswürdigkeit der Quelle. Jeder kennt bei einer Webseite HTTPS dieses Zertifikat, ist zumindest überprüfbar, ob auch derjenige, der das dort benutzt, das darf über die Zertifikatskette und ob es dann gegebenenfalls vertraulich ist. Ganz kurz zur langweiligen Theorie, fangen wir mal an. Passworthygiene. Wer benutzt immer dasselbe Passwort?
Ist ehrlich, ist aber nicht so schön. Also grundsätzlich, ich erwische mich übrigens auch, dass es jetzt... Ja, okay. Also ich erwische mich selber. Ich habe irgendwann mal relativ komplexe Standard-Kennwörter etabliert. Die wechsle ich jetzt langsam, aber sicher Stück für Stück aus. Bei Passwörtern ist es wirklich so, je länger und komplexer, also je mehr Zeichen, groß, klein, Sonderzeichen, desto besser. Unser BSI sagt mindestens 8 Zeichen. Ich nehme mindestens 16. Meine Kollegen auf der Arbeit hassen mich, wenn sie 32-stellige Kennwörter von mir kriegen. Das ist mir aber meistens egal, weil es sicher sein soll. Ja, Passwörter nicht mehrfach verwenden deswegen. Und ganz wichtig, wenn ihr die irgendwo ablegt, ob nun analog als Zettelstift irgendwo oder digital, niemals unverschlüsselt. Es ist zwar relativ unwahrscheinlich, die Diskussion hatten wir gestern schon mal, dass irgendjemand in ein Rechenzentrum geht oder auch bei euch und irgendwas dort rausnimmt. Es ist aber möglich. Wie relativ das ist, wissen wir alle. Gerade bei ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren ist das relativ unwahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz. Grundlegend Passwörter. Und Passwörter niemals irgendwo speichern. Dementsprechend brauchst du das nicht notieren. Wenn, schreibst du jetzt mit? Brauchst du nicht. Alle Links und Ähnliches, ich habe schon mit Hauke gesprochen, werden im Nachhinein noch in der Vortragsbeschreibung veröffentlicht. Also Passwörter generell unter der Tastatur lagern, ne? Also, ne? Ja, genau. Oder direkt an den Monitor kleben ist auch immer super. Ja. Genau. Oder direkt den unter der Maus, um die Kamera zu verdecken, genau. Genau. Oder einfach den Monitorhersteller nehmen. Ja, bitte? In manchen sehr altmodischen Großrechneranwendungen, da ist die Passwortlänge auf 8 begrenzt. Und da sollte man natürlich tunlichst mit vielen Sonderzeichen arbeiten. Wenn man aber praktisch beliebige Länge hat, dass man mitten aus dem Shakespeare-Stück einen Text haben will, dann ist man auf diese Sonderzeichen gar nicht so sehr angewiesen. Dann tut es die Länge, weil keiner kommt darauf an, aus welchem Shakespeare-Stück man den Text ausgenommen hat. Und zum Lager, denke ich mal, in einem abgesicherten Tresor, der für Bargeld bis 60.000 Euro zugelassen ist von den Versicherungen, da kann man auch ein Passwort dann hinlegen. Ja, okay, geh ich mit. Nochmal ganz kurz für die Aufnahme, für den Stream. Manche älteren Großrechner haben eine gewisse Passwortbegrenzung. Da ist es natürlich wirklich wichtig, das Passwort, das auf in diesem Beispiel 8 Zeichen begrenzt ist, so komplex wie möglich an Zeichen und Sonderzeichen zu wählen. Das ist aber gut, dass das Beispiel kam. Gehen wir mal so ein bisschen weiter. Wie merkt man sich denn eigentlich, oder beziehungsweise wer soll sich das denn merken? Wenn es komplex werden soll, so ganz kleines Beispiel für Leute, die noch nicht viel Zugangsdaten haben, habe ich mir ausgedacht und ich weiß gerade nicht, was auf der nächsten Folie passiert, ob man es gleich sieht oder nicht. Jeder, der interessiert ist, könnte jetzt sogar noch ein bisschen soziales Social Engineering betreiben und langsam abschätzen, wie alt ich bin, wegen dem Beispiel, was ich habe. Gut, ist noch nicht da. Jetzt ist es da. Vielleicht kennt das der eine oder andere, vielleicht auch nicht. Wir nehmen mal das Beispiel irgendeine Anmeldung im Dino-Museum, warum man das auch machen sollte. Das ist relativ fiktiv. Wer die Serie kennt, die Dinos, da gab es immer den netten Herrn Eidex, wo der Spruch immer kam, wir brauchen wieder einen neuen Timmy. Wenn man jetzt nur die Anfangsbuchstaben nehmen würde mit WB, WEN und großes T Ausrufezeichen, ist ein bisschen zu kurz. Da könnte man das Ganze ausschreiben, das wäre aber auch deutlich noch verkomplizierbarer. Das ist dann das letzte Beispiel, wo dann so ein bisschen Buchstaben und Zahlen, das geht dann so richtig Richtung Gamer-Jargon, Leadspeak, was austauschen kann und ich trotzdem noch halbwegs merken kann, oder beziehungsweise man kann sich das merken, meine ich jetzt. Dieses Passwort habe ich so da unten auch schon mal irgendwo benutzt. Aktuell wird es nicht mehr benutzt, aber ich habe es immer eingetippt. So ist es nicht. Das so als Beispiel, wie man das machen kann, wenn man relativ wenig Passwort hat, kann man das so handhaben. Oder meine Empfehlung, was ich inzwischen seit 3-4 Jahren jedem ans Herz lege, ob nun privat oder dienstlich, nutzt endlich einen Passwortmanager. Ihr tut sehr, sehr viel damit,
euch die Last von den Schultern nehmen und trotzdem nichts verlieren. Ihr müsst euch nur noch ein komplexes Passwort merken, wie zum Beispiel, wir brauchen wieder einen neuen Timmy, als Masterpasswort für euren Passwortmanager. Und ab dann, Passwortmanager gibt es wie Sand am Meer. Ich persönlich nutze VaultOne. Ich werde euch keine Empfehlung geben, weil was ihr macht, ist euch überlassen. Das ist immer so ein bisschen dieses Individuelle. VaultOne, nebenbei erzählt, ist eine Rust-Alternative zu BitWarden, ist aber kompatibel mit allen BitWarden-Clients. Hat nur was für mich besser in der Handhabbarkeit, weil ich das im Homelab in Containern habe. Relativ egal. Mit dem Passwortmanager, da will ich eigentlich drauf hinaus, könnt ihr unendlich oder unendlich ist relativ immer das, was die IOPS und das Dateisystem hergeben, sage ich mal, oder die Festplatte, unendlich viele Passwörter in einer richtig guten Länge und Komplexität benutzen und ihr müsst euch nichts mehr merken. Nur eben das Hauptkennwort. Und das Wichtige ist, warum ich VaultOne und BitWarden habe, das lässt sich sehr gut in den Alltag integrieren, in den Browser. Es gibt Desktop-Apps dafür, Handy-Apps gibt es dafür, für die gängigen Plattformen, Android, iOS. Gibt es sonst noch was auf dem Smartphone? Eher weniger. Ich habe Ubuntu auf dem Smartphone, aber experimentell. Ja, da gibt es... Also was ich jetzt zum Laufen bekommen habe, war den Apache. Ich habe das Ubuntu aber erstmal noch unter Android zum Laufen. Das dual gut. Ich kann die grafische Oberfläche von Ubuntu noch nicht starten. Da muss ich Android-Treiber praktisch einbinden. Und das ist noch etwas erschwert. Ja, aber hier auf dem ich. Smartphone, ich werde das wohl demnächst auch auf meiner Media Goblin-Seite da posten, dass ich da Ubuntu-Derivate zum Laufen bekommen habe. Also, ja. Aber noch bleib ich bei Android. Das Ubuntu direkt oder Ubuntu Touch, was du auf dem Gerät nutzt oder nutzen möchtest? Ein Derivat von Ubuntu, aber der Touch-Teil fehlt noch. Das heißt, ach so, na, es gibt ja direkt Ubuntu Touch. Ubuntu Touch, die nutzen ja eben diesen, mittlerweile die Forge-Shell, also diese, und diese, ich habe noch die grafische Oberfläche von Android, aber ach so. Ubuntu noch schon praktisch da in, aber noch eingeschränkt, Systemd läuft nicht und andere Features wie Full Disk Encryption, die der Linux kann, das ist eh dann auch Long-Term. Oh, okay. Also in der Planung. Cool. Also nichtsdestotrotz, selbst für Ubuntu und Ubuntu Touch gibt es BitWarden, also zum Beispiel, als Client. Das ist jetzt nicht weiter wild. Wichtig ist eben nur, Single Point of Failure, sage ich immer ganz gerne, Vorsicht, euren Passwortmanager solltet ihr backuppen, und zwar regelmäßig, und das auch überprüfen, ob das wiederherstellbar ist. Wenn das weg ist, ist weg. Wer nutzt BitWarden? Ganz kurz. 1, 2, 3, 4, ja, doch schon ein paar. Was ist, wenn ihr euer Passwort vergesst? Dann hole ich meinen USB-Stick-Wasserschublade und da habe ich das Ganze nochmal als Text verloren. Ja, okay. Ich habe die Frage schlecht gestellt, aber ja, dann holst du deinen Backup als USB-Stick raus. Ist okay. Was ist, wenn ihr euer Masterpasswort vom BitWarden vergesst? Ja, soll man ja mal nicht. Nur ganz kurz als Stolperstein. Dieses Passwort ist nicht zurücksetzbar und dieses Passwort verschlüsselt oder hasht eure Passwörter. Wenn das einmal weg ist, müsst ihr von vorne anfangen. Dann ist das unwiderruflich weg. Nur als ganz kleinen Tipp, wenn ihr BitWarden oder VaultOne nehmt, aufpassen. Oder eben irgendwo ein Backup haben. Das ist der verschlüsselt, der USB-Stick? Ja, das ist schön. Ach, schön. Dafür brauche ich aber auch das Passwort. Ja, na klar brauchst du dafür auch ein Passwort, aber... Aber dafür sind die auch alle ziemlich verschlüsselt. Du bist... Ein Ausdruck im Bankschließfach oder in einem Tresor, der bis 60.000 Euro... Ja, dann, wenn du ein Tresor bis 60.000 Euro oder ähnliches hast, dann vielleicht, ja. Da musst du aber auch der Bank vertrauen. Oder dem Tresorbauer. Oder dem Tresorbauer, genau. Und auch dem Sicherheitsmechanismen. Wenn der Schlüssel sehr einfach aussieht, Finger weg. Was vielleicht noch an Sensoren und so verbaut ist.
Ja, richtig, richtig. Da haben wir noch. Also es ist auch nicht ungewöhnlich, dass man sein Passwort mal vergisst. Ein Kollege hatte einen Schlaganfall, auf einmal Mutter hat alles vergessen, der wusste nichts mehr. Auf einmal keine Passwörter mehr, stand vom Rechner, nichts ging mehr. Ja. Nichts lief mehr. Also nur als Beispiel, es ist gut, alles machbar. Gut. Guter Einwand, ich möchte keine Werbung machen, das wird nachher noch ein bisschen zum Schmunzeln führen, weil ich will keine Werbung machen, aber mach dann indirekt Werbung. Bitwarden hat eine wunderbare Funktion, dass man dort Organisationen verwalten kann. Eben genau für den Arbeitsalltag kann man sich eine Organisation quasi dort anlegen und dann einzelne Leute dort Zugriff geben, dass wenn jemand ausfallen sollte, diese Passwörter oder die Zugangsdaten nicht verloren sind, wenn man das dieser Organisation zuführt. Hat irgendjemand Bitwarden im dienstlichen Bereich schon, also im Firmenumfeld, auf Arbeit irgendwo? Ach, da. Ja, wir benutzen es genauso, wie du es gerade erklärt hast. Also eine Organisation, da kommen alle wichtigen Passwörter rein. Und super, dass ich die Frage gestellt habe. Ich hätte dich da hinten nicht gesehen. Wir haben keine Stühle mehr, oder? Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass hier heute so viele Leute kommen. Achso, OnePass, okay. Ja. Oh, geht auch. Also wir nutzen zum Beispiel KeePass. KeePass, wie gesagt, wichtig ist das Backup und die Zugriffbarkeit, dass wenn irgendjemand anders daran noch das Sachen von hier werden noch mit reinfließen, das Konzept. Ja, man muss so ein bisschen überlegen. Also, was heißt überlegen? Es gibt Sachen, die merkt man erst, wenn man davor steht. Also es ist meistens wirklich so. Wir haben auch erst lange gebraucht, will ich jetzt nicht sagen, aber das war ein stetiger Prozess auch in der Firma, weil so eine Organisation in einem Passwortmanager, da kann es die ein oder anderen Stolpersteine geben, weil wie tut man jetzt dieses große Konstrukt der Organisation noch, wenn man Teilorganisationen hat, also eine Entwicklung oder eine Administration, oder die Buchhaltung oder der Einkauf, das sind ja alles verschiedene Abteile, die vielleicht irgendwo Credentials oder Zugangsdaten haben, die aber nicht untereinander da reingucken brauchen. Deswegen, also die Organisation... Also, bei uns ist es aber im privaten Bereich. Ja, also diese Organisation ist dann wirklich so ein laufender Prozess oder so ein wachsender Prozess. Deswegen, aber mit einem Passwortmanager, ihr macht euch das Leben deutlich leichter. Wichtig ist aber, denkt an ein Backup-Konzept. Benutzt jemand Bitwarden, Voltwarden containerisiert? Da hinten. Backup-Strategie vorhanden? Ich habe es einmal ausprobiert, ja. Also hat ganz okay geklappt. Ja, sonst hätte ich einen Tipp gehabt, aber wenn es funktioniert, wenn das jemand interessiert, gerne später darauf zukommen. Ich versuche mal hier erstmal alles durchzugehen, dann für die Fragen dann frei zu sein. Jetzt ist das Ding auf so einem mobilen Endgerät so beim Browserverhalten, das hatte ich vorhin schon angesprochen, speichert keine Passwörter. In der IT-Sicherheit ist es so, Angriffsvektoren schließen oder gar nicht erst öffnen. Ein gespeichertes Passwort ist ein gefundenes Fressen für jeden Angreifer. Erstens muss der nur Zugang zum Gerät haben und ruckzuck ist der in irgendwelchen Online-Konten drin. Und zweitens wird auch sowas ganz gerne mal weggeschickt. Recht schnell, ohne dass man das weiß. Dasselbe geht mit Cookies und Passwörter. Dafür gibt es einen Passwortmanager, das habe ich glaube ich schon angesprochen. Es gibt in jedem Browser, hier ist es beispielsweise die Einstellung vom Firefox, die Möglichkeit beim Beenden des Browsers den Haken zu setzen, Cookies und Webseitendaten zu löschen. Dann ist nach jedem Browser öffnen das Ding erstmal leer. Chromium habe ich das noch nicht gesehen. Ist versteckt, kann ich dir noch erzählen. Bei einigen Derivaten geht es. Also bei Chrome haben wir nur Chrome. Okay, das ist jetzt das Original Chrome. Aber da muss ich jedes Mal manuell die Browserdaten löschen. Das ist mit dem Beenden. Wie beim Firefox geht das dann nicht. Beim Brave geht's, das weiß ich. Ja gut, dann ist nicht freigegeben bei mir auf Arbeit. Und ich glaube bei einigen anderen Derivaten auf Android dann noch. Da können wir nachher gerne gucken. Ja. Also ist die Frage, ob es gibt. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Apps, wie also zum Beispiel Steam Web Helper. Es ist ein Chromium-Browser, wo der seine Cookies speichert und ob der sich in den Passworten wie das dann dort. Die haben ja dann auch nochmal ihre eigenen Dinge.
Ja, bei exotischen Browsern muss man erstmal gucken, ob dieses Konzept dafür funktioniert oder anwendbar ist. Ich habe jetzt wirklich nur Firefox-Derivate, Chromium-Derivate oder Chrome-Derivate getestet. Und da ging's. Also dementsprechend. Wo wollte ich hin? Mit den Cookies. Session-Hacking oder Session-Hacking, Session-Hijacking. Das geht schneller, als man denkt, wenn man mal einen falschen Link anklickt oder ähnliches. Und ruckzuck sind die Session-Cookies bei jemand anderen und der hat den Zugriff auf die Sitzung, ohne zweiten Faktor überhaupt benutzen zu müssen. Daher kommt das. Man kann euch leider oder man kann jeden, wenn er Cookies speichert, recht schnell sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegziehen, indem dann das ganze Konto weg ist oder eben geraubt. Deswegen vielleicht drüber nachdenken, Cookies und Webseitendaten automatisch löschen zu lassen. Abmelden-Button ist auch immer so ein Thema, was ich gefunden habe. Ja, wird der Tab einfach zugemacht oder gleich der ganze Browser. Der hat eigentlich auch einen Sinn, also den nicht vergessen. Frage in die Runde, was haltet ihr von Lesezeichen? Sind Lesezeichen Angriffsvektor? Ist eine halb rhetorische Frage, also ich weiß es eigentlich auch nicht. Ich möchte nur lesen. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie überschrieben wird, wenn da ein Lesezeichen drin ist? Nee. Und ja. Irgendwann einen anderen Link? Nö. Na, Lesezeichen. Fast. Wieder überschrieben und dann das draufklicken. Ja. Ich unterstelle mal, wenn ich einen Link drin habe, Commerzbank, und irgendein Programm sagt, oh, ich finde da Commerzbank, dann schreibe ich meinen eigenen Link da rein und sage, du landest auf Commerzbank, Social Engineering, da war das Wort, was ich gedacht habe. Genau, man kann nämlich bei Lesezeichen relativ einfach rauskriegen, wo man sich noch so rumtreibt, und man könnte ja auch da die Passwörter, die man vielleicht schon irgendwie abgegriffen hat, ausprobieren. Dann ein und dasselbe bei diversen. Deswegen das eben nicht machen, aber ja, genau. Ich bin so ein Freund oder ein Freund geworden von, ich möchte alles in eigener Hand haben. Ob es in Konfigurationsdateien sind oder eben auch Passwörter, deswegen der Passwortmanager als große Säule. Und so als kleinen Tipp, zu dem ich gleich kommen werde, der Brave hat einen Peer-to-Peer-Sync mit Passwörtern, was man nicht speichern sollte, aber auch Lesezeichen. Das ist okay. Also ich bin jetzt kein Kryptographie-Experte, das kann man nutzen. Dann werden nämlich zwischen den Browsern quasi Peer-to-Peer-Verbindungen durch eine Sicherheitskette aufgebaut und dort das Ganze synchronisiert. Ich bin aber ein Freund von mach es selbst und gib's nicht an andere Hand. Deswegen ganz kleiner Tipp, Lesezeichen könnt ihr auch selbstständig synchronisieren mit Flocus. Wer kennt Flocus.org? Rein zufällig, auch da hinten, super. Ach ja, auch noch ein anderes bekanntes Gesicht. Wenn ihr eine Nextcloud habt zum Beispiel, braucht ihr einfach dort nur die Bookmarks-Lesezeichen-App dort installieren und dann einfach in dem Browser eurer Wahl auch das Flocus-Plugin installieren, konfigurieren. Das macht ihr einmal, danach könnt ihr es exportieren, importieren in die andere Flocus-Instanzen. Und dann habt ihr quasi eure Lesezeichen über eure Infrastruktur, eure Nextcloud, die ihr idealerweise zu Hause, am besten auf verschlüsselten Datenträgern, natürlich selber betreibt, oder im Rechenzentrum auf verschlüsselten Datenträger, wenn ihr dem Rechenzentrumsbetreiber vertraut. Dementsprechend ganz kleiner heißer Tipp, wer das machen möchte. Wobei das manchmal bei Android passieren kann, bei Flocus eine Vision funktioniert, die nächste funktioniert wieder nicht, das nächste Update funktioniert wieder. Echt? Also in meinen Tests bis jetzt noch nicht. Also das ist so, was ich mal über ein paar Wochen, Monate, und deswegen habe ich es wieder verbannt, weil das einfach unzuverlässig auf Android funktioniert wird. Echt? Also ich habe es jetzt knappes Jahr im Einsatz. Bei mir, entweder hatte ich Glück, dass es bei mir gut funktioniert hat. Also kann ich so, aber ja. Wobei man aber zur Ehre halber dann sagen muss, wenn die merken, okay, da stimmt was nicht, da kommt eigentlich ziemlich zeitnah auch Updates. Aber das muss man sich halt ein bisschen zumindest aus der Erfahrung, wie ich es beschreiben kann, das ist auf jeden Fall richtig, dass man dem Ganzen das Bewusstsein haben muss, dass auch Software-Schwachstellen hat. Da ist so ein bisschen dieser kleine
Schizophren ist es nicht, paranoider Gedanke. Kann ich eigentlich dem Ersteller der Fokuserweiterung vertrauen? Da ist so wieder das, der kleinste gemeinsame Nenner, den man irgendwo eingehen muss. Aber wer das mal vorhat, Fokus, heißer Tipp, wie gesagt, Links dann später als in der Beschreibung dann verfügbar von dem Vortrag. Kommen wir zum Eigentlichen, Verschlüsselung. Da bin ich so ein Fan von geworden. Verschlüsselung, warum? Ich habe das so einfach und einbringend wie möglich versucht zu gestalten. Wer hat schon ein verschlüsseltes Gerät, frage ich mal so. Schon mal gehabt. Schon mal gehabt? Eher der Kleinere. Ich habe auch eine verschlüsselte Wechselfestplatte. Ich habe an zwei unterschiedlichen Wohnorten ältere Laptops und ich nehme dann immer die verschlüsselte Festplatte da. Ach, du nimmst quasi dein Betriebssystem auf einer verschlüsselten externen Festplatte mit, damit du damit arbeiten kannst. Nicht mal eine normale SATA-Festplatte und bei dem alten Laptop ist sowieso das Ding, was die Festplatte festhält, dieses eine Ding abgebrochen. Das heißt, man kann die Festplatte da, wenn der ausgeschaltet ist, ganz einfach rausziehen. Ja, ach so. Beim ThinkPad X200. Ja, okay. Ich habe es so versucht, so einfach wie möglich darzustellen. Ein nicht verschlüsselter Datenträger ist genauso sicher wie ein offenes Fenster. Auch wenn jetzt bei einigen diese Fensterscheibe zerklirren wird und ich vielleicht eine Illusion zerstört habe, so sicher seid ihr nicht. Es hält keinen davon ab, jemanden einen Datenträger, den ihr rumliegen lasst, irgendwo anzustecken und dort reinzugucken. Erst eine Verschlüsselung macht aus einem offenen Fenster eine feste Wand. Da ist das Problem. Oder da ist die Quintessenz. Deswegen Verschlüsselung, ob nun im Privat- oder im Business-Bereich, muss irgendwo sein. Auch wenn es irgendwo immer ein bisschen nervig ist, weil das Setup oder das ganze Konstrukt ein wenig verkompliziert. Aber es hat einen Sinn. Als Tipp für Einsteiger, die sich mal mit Verschlüsselung so auseinandersetzen wollen, wie geht das oder die ersten Schritte, GoCryptFS. Ist relativ einfach für Dateien und Ordner, damit kann man noch keine kompletten Datenträger verschlüsseln. Ist als Overlay-Dateisystem eigentlich überall anwendbar, ob nun wirklich auf einem Desktop-Rechner, auf einem USB-Stick, auf einer externen Festplatte. Damit kriegt ihr alles hin. Ich habe mal vor geraumer Zeit bei Jean, bei Linux Guides, ja, und den Fünfer kriege ich später für die Werbung, ein Video gemacht, wo ich die Grundfunktion gezeigt habe. Es ist wirklich kinderleicht, wer sich das mal angucken möchte. Aber das Eigentliche, wo ich die Leute hinbewegen möchte, ist zumindest beim Notebook, und das ist Teil des Konzeptes, eine Vollverschlüsselung. Und zwar mit Lux. Und ich frage mich ernsthaft, und vielleicht mal die offene Frage in die Runde, warum ist denn das nicht der Standard? Warum ist das nicht der Default? Und warum ist das bei Linux Mint mit 2-3 Klicks versteckt? Ich verstehe es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Das ist so eine offene Frage. Warum ist das nicht der Standard? Also würde jemand von euch das in Betracht ziehen, wenn es einfacher zugänglicher wäre? Ein objektiv gefragt. Ja, natürlich. Ja. Also zumindest bei Linux Mint. Ja. Also zumindest ist ja so der Grundtenor, dass man sagt, ja, wenn du sowieso dann Festplatten und so weiter machst, einfach das wie voreingestellt ist und ändert das nicht. Das wäre super, weil bei Smartphones, also Android weiß ich, oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ab Android 9 sind die Systeme grundsätzlich verschlüsselt. Zumindest so lange, bis sie gebootet haben nach dem Booten. Natürlich. Nach dem Booten ist alles entschlüsselt, weil das muss ja zur Laufzeit funktionieren, aber würde das Gerät jetzt abhand verschwinden. Nochmal zum Verständnis. Ja. Und diese Verschlüsselung des Datei, der Festplatte, die ist dafür da, wenn die Festplatte, das physische Ding, wenn das in falsche Hände gerät, dass der das nicht lesen kann. Oder das komplette Gerät. Oder das komplette Gerät. Aber es hilft mir nicht, wenn jemand durch irgendwelche Netzverbindungen in die laufende Maschine macht. Nein, da ist das, dann, das ist das Manko in dem Moment. Zum Betrieb muss es halt verfügbar sein. Das, richtig, das ist so ein bisschen das, das Manko, was man eingehen muss zwischen Kontrolle, wer
wer da Zugriff hat und dass es halt verfügbar sein muss. Das sind ja Nutzdaten in dem Moment, das ist leider Gottes so. Da muss man natürlich ein Netzwerk absichern, das ist wieder eine andere Baustelle. Ich habe nur eine Frage, im Nachgang kann ich das trotzdem auch noch machen, ne? Komplettsystemverschlüsse im Nachgang ist sehr schwierig. Also, ich würde lieber also für einen Einsteiger empfehlen, von Grund auf, deswegen Zweitgerät einfach mal bereitlegen, verschlüsselt installieren und langsam so die Schritte sich rantasten, ist so mein Moment, ich muss, müssen denn wirklich Verzeichnisse, in denen sich nur Software befindet, komplett verschlüsselt werden? Oder ist im Extremfall würde es nicht ausreichen, Verzeichnisse zu verschlüsseln, in denen sich wirklich schützenswürdige Daten befinden? Das ist richtig. Also das ist der Sinn dahinter, dass man wirklich nur schützenswerte Daten verschlüsselt. Dann bräuchte man nicht die komplette Festplatte zu verschlüsseln. Achso, das, kann man machen, aber für so Komplettsysteme macht sich das einfacher. Das haben wir auch schon in der Arbeitswelt gehabt, dass man wirklich nur Verzeichnisse der Datenbank vielleicht verschlüsselt. Dann geht es aber in die Richtung, was passiert, wenn der Server mal remote neu gebootet werden muss, wie bootsicher ist das? Das geht jetzt in Richtung Clevis, Tang, selbstständige Entschlüsselung, da will ich nicht drauf hin. Aber ja, schützenswerte Daten sind grundsätzlich immer zu verschlüsseln, weil System da eine Teilverschlüsselung teilweise zu machen. Wenn man die Entschlüsselung einschaltet, nachdem man sich eingeloggt hat, dann könnte man doch dafür sicherlich auch den Passwortmanager benutzen. Wenn man das gleich am Anfang vor dem Einloggen macht, dann kommt ja ein Passwortmanager gar nicht zum Zug. Ein Passwort merken. Da komme ich noch dazu. Also da gibt es einen Trick für. Im Moment jetzt darf ich nicht durcheinander. Also eine zweite Festplatte muss ich dann extra verschlüsseln. Wenn du einen hast, ja. Also zweite Festplatte oder externe Festplatten einfach extra verschlüsseln, wenn die immer vom System abgesteckt wird und weitergeleitet. Nee, so eine Festverbaut. Achso, aber trotzdem, ja. Jetzt gehen wir wirklich mal so ein Szenario auf. Ja, Moment. Weil wir vorhin bei den Defaults, die waren mit Lux Encryption, war es nicht bei Ubuntu jetzt auch ein Testing mit TPM, also dass es so ein bisschen wie bei BitLocker funktioniert? Ja. Dass dann praktisch das System automatisch entschlüsselt wird mit dem Key, der im TPM gespeichert ist. Mhm. Also ein bisschen ist es ja aber so eine Convenience-Frage, wenn man jetzt, eine DAO in die Hand gibt, so, dann muss es ja relativ einfach funktionieren. So. Da möchte ich auch nicht viel eingeben und sowas. Ist einfach so, ist ja die Realität. Genau, ich muss es immer nur kurz für Video und alles wiederholen. Was ist jetzt, wenn man es jetzt über das TPM-Modul verschlüsseln würde, das hat Ubuntu jetzt im Test, da ist es wirklich die Frage, und da gebe ich dir recht, wie benutzbar ist das? TPM-Modul habe ich immer persönlich Zahnschmerzen. Was ist, wenn das Mainboard aussteigt, wo das TPM-Modul drauf ist? Das geht. Bei einem Server, der infrastrukturkritisch ist, möchte man das eigentlich nicht, diesen ganzen Austausch machen mit Backup zurückspielen. TPM-Modul, da ist es wirklich der Faktor, was gibt es als Alternativen, die ähnlich sicher, aber deutlich benutzbarer sind, zum Beispiel, würde ich es beschreiben. So, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, okay, ich setze jetzt mein System auf, weil von mir ist ein neues Update, nehme mein Linux Mint und ich mache vorher ein Backup. Mache mein Backup, dann mache ich das so, wie du vorschlägst, tue neu installieren, tue das Ganze verschlüsseln, kann ich dann einfach mein Backup aufspielen oder gibt es dann später, wenn das die Festplatte wieder verschlüsselt, Probleme? Nein, dein Backup werden, also was passiert, ich muss immer nur dran denken, das für den Stream wieder. Was passiert, wenn man ein System neu verschlüsselt installiert und dann sein Backup zurückspielt, ob das zu Problemen führen würde? In der Regel nicht. Deine Backups bestehen ja eigentlich aus Nutzdaten. Du tust ja quasi nur dein Backup oder deine Dateien von einem unverschlüsselten Zustand in einen verschlüsselten Zustand transferieren. Wichtig ist aber, wenn du das machst, dass du das alte Backup, das Klar-Backup natürlich auch dementsprechend so löscht, dass das nicht mehr lesbar ist. Das darf man dann nicht vergessen. Aber ansonsten ist das kein Problem. Dementsprechend, warum ist das nicht Standard? Ich weiß es bis heute nicht. Einige andere Geräte haben es geschafft. Nichtsdestotrotz, wenn ihr das verschlüsselt, ich habe es jetzt beispielsweise bei Linux Mint, solltet ihr natürlich diese Entschlüsselung so sicher wie möglich nehmen. Also ich würde fast sagen, mindestens 32-stellig, so komplex und lang wie möglich. Das ist aber ganz schön unbequem, das jedes Mal einzutippen. Da hinten eine Meldung. Ja. Ist das dann immer dein Home-Verzeichnis, was du verschlüsselst, oder der komplette Datenträger? Alles. Alles außer Boot.
Mache ich immer, weil ins InnetRAMFS muss ich ein, zwei Mal rein, gegebenenfalls. Ja, um Boot zu verschlüsseln, brauchst du einen Bootloader, der das DM greift kann. Und das ist bei den. Geht eben nicht bei einem proprietären BIOS. Wenn du ein freies BIOS hast, wie bei meiner Desktop-Maschine, der Secure Workstation, da kann das gehen, dass man auch Boot verschlüsselt. Ja. Aber bei den meisten Geräten eben nicht. Es gibt auch Alternativen über den Grub, übers InnetRAMFS, die das trotzdem bewerkstelligen. Also das ist eigentlich gängig, dass man sich da nicht ausschließt. Aber gibt es auch die Möglichkeit. Was ist jetzt, wenn mein Schlüssel so verdammt lang ist und ich länger zum... war hier noch eine Frage? Entschuldigung. Kann man da dann sowas wie einen Stick nehmen? Also hier... Solo 2 oder was gibt es da noch? YubiKey oder sowas, dass man, wenn man den reinsteckt, dass dann das Ganze entschlüsselt wird. Genau, alles klar. Komm mal noch. Ja. Das interessiert mich jetzt. Ja. Genau, jetzt kommt es nämlich, jetzt kommen wir nämlich zum Interessanten. Ja, das ist das Interessante. Weil das eben so unbequem ist und wenn man ein gutes Passwort nimmt und vermutlich länger braucht zum Entschlüsseln der Festplatte als die eigentliche Nutzungszeit des Notebooks, übertrieben gesprochen, da muss das irgendwo so eine gewisse Vereinbarkeit geben. Ich persönlich will jetzt keine Werbung machen, aber ich sage trotzdem, ich nutze YubiKeys, weil die sich bei mir ins Leben etabliert haben. Die sind als Zwei-Faktor, Multifaktor super als Alternative zu Zwei-Faktor-Apps bei mir. Das hat sich einfach durchgesetzt, weil das ganze System der YubiKeys, wie es im Detail funktioniert, kann ich so nicht wiedergeben, aber da ist ein bisschen Kryptografie-Technik drin, das ist nicht viel, das ist so ein Schlüsselaustausch bzw. ein Challenge-Austausch, der da vonstatten geht. Funktioniert super und ich muss als Benutzer das auch wirklich aktiv das auch aktiv machen. Also man muss hier draufdrücken, wenn die oder das Gerät berühren, wenn die eingesteckt werden. Die Dinger sind super und ich glaube, du, mein Lieber, hattest vorhin das Problem, dass dein Zwei-Faktor-App nicht funktioniert hat. Genau. Ich habe eine Dreiviertelstunde versucht, mit PayPal klarzukommen. Ja. Ich habe jetzt zwei Faktoren deaktiviert, weil SMS geht nicht mehr und alles andere funktioniert nur mit einer Festnetztelefonnummer und das ist hier schwierig. Genau. Einer unserer der Zuschauer oder Zuhörer hier gerade hatte dann nämlich das Problem, dass seine Zwei-Faktor-App nicht funktioniert hat. Die Dinger funktionieren so, wie sie sind, also autark. Man muss nur das Gerät haben, an dem man sich authentifiziert. Deswegen haben die sich, finde ich, bei mir durchgesetzt. Ja. Benutzt du das dann für jedes Gerät oder für jedes Gerät ein YubiKey? Nee, ich benutze zwei YubiKeys. Warum zwei? Das steht da unten. Eigentlich habe ich drei, weil ich habe falsch angefangen, aber egal. Das passiert manchmal. Ich habe zwei YubiKeys. Diese zwei YubiKeys, einen benutze ich tagtäglich, den führe ich mit am Schlüsselbund. Der eine oder andere hat das vielleicht schon gesehen hier, als ich hier über den Flur das ein oder andere Mal gelaufen bin. Und einer ist bei mir in einem Schließfach zu Hause. Das ist mein Backup. Das ist nämlich wichtig, dass man sich nicht ausschließt, weil das Interessante oder Schöne ist, ich könnte das Ding jetzt einfach hier liegen lassen und hätte keine Sorgen. Da sind keine Infos drauf, wo ich das Ding benutze, eingerichtet habe. Das kriegt man nicht raus. Und als zweiten Faktor, ohne das Passwort passiert hier eh nicht viel. Oder ich könnte jetzt auch irgendjemand von euch ein Passwort von meinen Zugangsdaten, wo ich einen zweiten Faktor habe, nennen. Ohne den kommt ihr nicht weiter. Also da finde ich diese Lösung, wie gesagt, ich habe YubiKey genommen als, ich habe damit angefangen, es gibt aber auch genügend Alternativen. NitroKey gibt es, glaube ich, noch und ähnliches. Solo 2 ist ein bisschen Source. Gibt sogar FPGA-Implementationen, die in so einen USB-Stick reinpacken. Ja, genau. Also da gibt es viele verschiedene. Also Philo 2, U2F, Smartcard machen die auch mit. OTP. OTP ist wichtig. Wer YubiKeys verwenden möchte, sollte ein YubiKey 5 nehmen oder ein
YubiKey mit OTP-Funktion. Das können nicht jeder. Die ursprünglichen, die blauen, können es nicht. Ich habe jetzt einen schwarzen, weil der das kann. Das brauchen wir nämlich, um das Ganze zu vereinheitlichen. Ihr könnt nämlich mit so einem YubiKey relativ einfach dieses Passwort, dieses Entschlüsselungspasswort ersetzen, beziehungsweise das als Alternative benutzen. Hat jemand Angst vor der Konsole? Nein. Oder gesunden Respekt, fragen wir so? Nicht. Das ist relativ einfach. So ein YubiKey müsst ihr kurz einrichten. Am besten macht sich da diese YubiKey-App, die gibt es auf der YubiKey-Seite. OTP. Ich persönlich, man sieht wunderbar, es gibt zwei OTP-Slots. Den ersten lasst ihr in Ruhe. Ihr nehmt den zweiten für die Entschlüsselung. Warum? Weil ihr OTP dann für andere Authentifizierung noch nutzen könnt. Das ist jetzt aber nicht weiter wild. Den konfiguriert ihr. Dahinter legt ihr eine PIN, eine kurze Zeichenkette, die nur ihr kennt. Die wird dann später wichtig. Ansonsten geht das alles recht einfach. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe das jetzt mit dem Debian 12 getestet. Warum Debian? Weil wenn es auf Debian geht, geht es auf allen Debian-Derivaten und auch alles, was bei Debian geforkt wurde, sprich alle Ubuntus oder Ubuntu-Derivate. Geht sehr gut. Ihr braucht einfach nur das YubiKey-Lux-Paket. Und dann beginnt die wilde Fahrt, indem ihr dort einfach ein YubiKey-Lux enroll macht. Minus D für das Device, was diesen Schlüssel hinzugefügt bekommen möchte. Partition müsst ihr aufpassen. In diesem Fall, das können wir können uns nachher nochmal bei der Praxis vorne hinsetzen. Das kann ich zeigen. Das Gerät ist so konfiguriert. Das würde hier nur einfach den Rahmen sprengen. Kann ich das nochmal detailliert zeigen für alle, die das interessiert. Eure Partition auswählen. Das Minus S ist wichtig. Wer kennt sich mit Lux und Lux-Headern so ein bisschen aus? Hat schon mal Erfahrung gemacht? Da hinten, ja. Einer, zwei. Entschuldigung, drei, sind schon ein paar. Das Interessante ist, man kann Lux-Slots bis zu 7 Stück vergeben. Das ist sehr gut, beziehungsweise man macht das Ganze sehr flexibel. Der erste Lux-Slot ist das Passwort, das ihr bei der Installation gewählt habt. Das ist Slot 0. Deswegen, wir wollen Slot 1, deswegen ist dort S-1. Mehr ist es nicht. Ich hoffe, das kann man jetzt halbwegs lesen. Ganz hinten, die haben jetzt ein bisschen Probleme. Nachdem das ausgerollt ist, der fragt euch dann nach dem Geheimnis, also dem PIN, den ihr in der YubiKey-App gefragt habt. Und sobald das einmal durchexerziert ist, müsst ihr einmal in die Crypt-Tab und dort was ranhängen, nämlich wo dieses Key-Skript liegt. Nach der Installation weiß euer Crypt-Tab, das ist die Tabelle oder die Datei, die für diese für die Entschlüsselung bzw. die verschlüsselten Partitionen zuständig ist, natürlich noch nicht, wo er neben dem eigentlichen Lux-Challenge-Passwort oder Entschlüsselungspasswort noch gucken soll. Deswegen muss da das Key-Skript nochmal angegeben werden. Ist aber auch kein Hexenwerk, das ist ein bisschen Copy-Paste. Mit dem Texteditor eurer Wahl natürlich speichern und danach Update innerRAMFS-U, um das innerRAMFS neu zu bauen. Damit der Bootloader dann im Anschluss weiß, was er booten soll. Und das innerRAMFS macht dann den restlichen Zauber mit der Entschlüsselung. Danach empfiehlt sich immer noch, YubiKey Lux Suspend Service zu aktivieren. Das ist dafür zuständig, dass wenn euer Gerät mal, bei mir war es ja wie gesagt das Notebook, in den Bereitschaftsmodus geht, auch wieder hochkommt. Das ist nicht standardmäßig mit an. Das ist dann meistens so. Damit das Ganze dann auch noch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, muss man dann noch einmal in die etc YubiKey Lux Config oder YK Lux Config ganz unten, das ist nicht per Default einkommentiert, die unterste Zeile, dieses YubiKey-Challenge. Da kommt dann diese PIN rein, die ihr im Key in der YubiKey-App gewählt habt und dann nochmal bei dem Enrollment eingegeben habt. Die müsst ihr für gewöhnlich eintippen. Wenn ihr das soweit habt, das ist nicht viel, haben wir jetzt drei Möglichkeiten,
einmal entschlüsseln mit dem langen Passwort, was ein bisschen unbequem ist, aber genauso funktioniert. Entschlüsseln mit der Challenge. Mit der Challenge meine ich die PIN, die ihr eingegeben habt. Ihr steckt, statt eurem Kennwort einzugeben, den YubiKey an, gebt die PIN ein. Jetzt mal was weder des Beispiels 1234, also es ist besonders sicher und komplex, und drückt auf den YubiKey. Dann würde das System hochfahren. Oder was mitkonfiguriert wurde, was aber nicht funktioniert per Default, da ist in der YubiKey Lux in dem YubiKey Lux KeyScript ein Bug drin, beziehungsweise eine Sache nicht bedacht worden oder ja, nicht geschrieben worden. Was ist, wenn der Key von Anfang an drinne steckt, der YubiKey? Normalerweise soll der gucken, wenn der nämlich direkt drinne steckt, dass, Key ist da, ich kenne meine Challenge und der Key ist da, dann entschlüsselt er automatisch. Man muss, wenn man das machen möchte, von GitHub mal sich ein neues YubiKey-Key-Skript runterladen, das Ganze austauschen. Danach hat man wirklich drei Alternativen. Und an dem Punkt hat man eigentlich ein Notebook, was relativ ausgefallen, das möchte ich meinen. Wer an der Stelle noch richtig verrückt ist und das machen möchte, kann dann noch weitere YubiKeys hinzufügen. Man hat ja mehrere Slots, das darf man nicht vergessen. Oder auch, wenn einem das so genormt ist, man kann auch das erste Passwort einfach löschen, indem man den Slot 0 löscht und oder ersetzt, wenn man das möchte. Ja, in dem Sinne, Fragen waren jetzt schon nebenbei, aber soweit mein Grundkonzept, vielleicht konnte ich den einen oder anderen ein bisschen erleuchten. Ansonsten Fragen haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. 4 Minuten, ja? 4. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ansonsten bin ich ja noch in der ganzen Zeit in der Praxis. Wir haben eine Frage im Chat, ja? Aber vielleicht schon ein bisschen ja. Her. Warum ist der Name der Disk immer so wer beim Verschlüsseln? Beim Verschlüsseln, jetzt weiß ich nicht. Es geht um das Ding, das unter Death Matter steht. Ach so, das müsste die UID sein, das, oder? Ist es das? Obwohl, das könnte es natürlich auch sein. Das ist die UUID, also meistens damit es zugeordnet werden können. Also das ist die, was war ein UUID ausgesprochen? Unify Identifier, Gesundheit. Meistens wird da diese einzigartige ID von der Festplatte genommen für dieses Mapper-Laufwerk, damit das nicht durcheinander kommt beim Booten. Also, wenn es das ist. Und den verschlüsselten Volumes auch eigene Namen geben? Ja, bei der Installation würde ich davon abraten. Also, nachträglich da was rum. Aber prinzipiell, wenn du ein externes Laufwerk hast, das kannst du dann frei benennen, weil. Das muss beim Booten natürlich. Muss das immer findbar sein. Und das habe ich schon aber. Schon, das habe ich, verwende ich schon seit sehr langem, wie so ein DM-Crypt. Ach, DM-Crypt, okay. Ja, das kann man. Debian mit der. Und habe das auch schon mal bei Arch und anderen Distros händisch eben gemacht, weil die das nicht im Installer drin haben. Mhm. Kann man auf jeden Fall auch mit so nutzen, DM-Crypt. Wenn man jetzt ein Notebook dabei hat und genau einen YubiKey, der offensichtlich dazugehört zu dem Notebook, man wird gründlich ausgeraubt. Ja. Wie viele Freude haben die Räuber mit ihrer Beute? Also sie müssen ja zusätzlich den YubiKey immer noch eine PIN eingeben. Ne? Und wenn die vierstellig numerisch ist, das ist ja nicht der Inbegriff eines sicheren Passworts letzten Endes. Das ist richtig. Deckt man das ab, indem man die Anzahl der Versuche begrenzt auf 3 oder 4 oder sowas. Und sonst können die einfach durchprobieren. Das ist ein guter Punkt, dass man, wenn jetzt in einer Tasche quasi Notebook und YubiKey oder ähnlichen Entschlüsselungsstick ist, dass sich da die Leute freuen. Ich hätte es jetzt anders einfach gemacht und gesagt, einfach nicht beides miteinander transportieren. Auch nicht. Man wird gründlich ausgeraubt. Ach, Entschuldigung. Ja, da müsste man dann eben noch so eine Replay-Protection, wenn man das Passwort zu oft falsch eingibt, dann lange Wartezeiten oder ganz sperren. Aber das ist ein guter Einwand. Den habe ich so noch nicht bedacht. Das nehme ich mal mit. Das ist so eine Art Format, dann, dass Platte dann platt gemacht wird mit 1 und 0 geschrieben wird.
Sowas wäre ganz nett, dass es irgendwo eine Versuchsanzahl X gibt und wird die falsch ausgeführt, dann... Und dann wird da komplett das Ding... Ich muss nur den Lux-Header löschen, also das geht relativ schnell. Ja gut. Das. Ich muss nicht die Festplatte komplett überschreiben, wenn ich den Header, wo der verschlüsselte Schlüssel drin liegt, lösche. Ich würde noch ganz kurz eine Punktlandung machen, 10 vor. Ich bedanke mich für Fragen jederzeit gerne am Stand. Und ich entschuldige mich noch dafür, ich bin eher der Livestream-Mensch, Folien kann ich nicht so gut.